Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes, Crimes and Punishments, Folge 13. Genau, wir sind gerade immer noch beim dritten Fall und haben jetzt vor, die drei Männer, die mit in dem Raum waren, zu verhören. Und ja, mal sehen, was sie zu sagen haben. Wir beginnen mit Mr. Garrow. Please escort this suspect for interrogation. Ich glaube nicht, dass das war. Ich glaube, dass nur so komisch wirkt, aber mal sehen. A good day to you. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the murder of Sir Rodney Bentcliffe. Would you mind if I asked you a few questions? I am Tristram Garrow. Und auch rote Augen vor allem. Und rasiert. Also der hat auf jeden Fall Probleme irgendwie. Oh, der hat ja Erde. Oder zumindest Dreck. Ein Schutzamulett. Er ist abergläubisch. Dreckige Kleidung. Ja. Was steht da? Ich kann es nicht erkennen. Schweiß. Okay. What is your occupation? I am a counselor at the district chamber. And what were you doing at the baths? Well, I follow the researches. I am interested in archaeology. You follow them? Yes. So many things happened and we need to know. Or perhaps it's better hidden. I beg your pardon, Mr. Garrow. I meant nothing by that. I apologize. Hat Angst irgendetwas oder wegen irgendetwas? What was it like to work with Sir Rodney? It was like working with a genius. He was a hard man, but then you know this world is hard. There are always people who want to steal from you. And he trusted me, but Are you feeling unwell? Oh, I'm sorry. I remember. Oh, I feel so sorry. Do you need anything? I feel bad. I hear. No, nothing. I'm better now. His ring! Oh, it should be destroyed. Why do you say that? It is a cursed ring, digging dark secrets. Really? It is after me now. I know it. Oh, I shouldn't have worked on it in the workshop. It's too late now. Please try to recall what you saw today. The room was so hot, I had to remove my glasses. I was not feeling so very well in there. But you found the body. I saw the knife, you know, flying through the air. I saw the blood. I tried to escape. I don't remember. Saw the knife? What did it look like? Everything was as if in a nightmare. It all happened so fast. The knife was shining like gold. Had Sir Rodney exhibited any recent strange behavior? Well, he had been rather secretive these past few days. Last Thursday, for example, I saw him leave. When he returned, it was very late. He showed me some wet coins, Roman coins, and he started to laugh. This is the coin that he showed me. It is from the 3rd century. It must be very rare. No, I don't know. Thank you. This will help me to calm down. Do be careful with the dosage. I will. I mean it. Did you place the bottle of champagne in the changing room? What? No. Garrow appears to be
rather mentally disturbed. Either that, or he is a good actor. Nee, also ich glaube, der ist unschuldig. Please escort this suspect for interrogation. Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and I am assisting the police with their investigation of the murder of Sir Rodney Bentcliffe. Would you mind if I asked you a few questions? Not at all, Mr. Holmes. My name is Percival Blinkhorn. Was fehlt denn noch? Nicht Ruhe haben. Ich finde es nicht. Ich kann aber auch nicht erkennen, was dort steht. Hornhaut, okay. What is your occupation? I'm an archaeologist, specializing in the Roman period. I'm working on several excavation sites at present, including the baths at Strand Lane. Hmm. Can you tell me more about the baths? Well, we're hoping to retrieve a great many interesting artifacts from the site, and to list any items of value before their eventual restoration and exhibition. And has it been successful? It has, thanks to Sir Rodney. What was your relationship with Sir Rodney? Well, I couldn't say that he was a kind man, no. But he was talented. I felt a great admiration for him, I must say. Was it your first collaboration? I had met Sir Rodney briefly once in Egypt, and I'd shared my researches with him. Surprisingly, my work did convince him to come here. He arrived only a couple of months ago. Surprisingly? Well, Sir Rodney was a cold man, and so very secretive, too. But I learned so much from him. I can't believe that he's dead. Okay, merkwürdig. Ihm glaube ich auch. Also er schwärmt ja regelrecht von ihm. Ich hoffe, Can dass you die tell me what you saw today? Ist. Well, we entered the steam room and we all went to sit down. The steam was particularly dense and I didn't see anything much further after that. I just heard Mr. Garrow shouting, but we all ran for the door and bumped into each other. I was very alarmed by this point. What did you do? Well, the door was stuck and with all the steam, it was quite frightening. I was barely able to see my own feet. Garrow was covered in blood. Do you believe that Garrow killed Sir Rodney? Oh, no. Garrow couldn't harm a fly. Can you recall any recent event that would occur to you now as being a little strange? Well, yesterday we had a small argument. Is that all? No. Sir Rodney informed me that he was to attend the London Archaeological Congress with me. Then he advised me of quite the opposite. And rather aggressively, too. How well were your researchers progressing before Sir Rodney's arrival? Rather well. Mm.
This letter reveals that Sir Gregory was prepared to put a stop to your work. Yes. But since Sir Rodney's arrival, he had calmed down. He allowed us to work. I'm not sure what they agreed on. What will happen now that Sir Rodney is dead? Well, I haven't thought about that. But if it's needed, I will fight to defend Sir Rodney's expectations. Did you place the bottle of champagne in the changing room? No, I did not. Do you recognize this ring? Certainly. It's the famous Aswan ring. Sir Rodney brought it back from his last campaign in Egypt. And he kept it for himself? Sir Rodney has had his own particular ideas of archaeology. What can you tell me about Garrow? Well, he always looks so sad. And he has been acting strangely lately. He complains about voices and visions. I will keep an eye on him because I'm worried. Das ist Mr. Pitkin. Please escort this suspect for interrogation. Good day to you, Sir Gregory. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the murder that took place this morning. Would you mind answering a few questions? Tell me, Mr. Holmes, will I need to stay here for very much longer? Sie ist auf jeden Fall schon mal sehr unsympathisch. Das heißt aber nichts. So, ich muss erstmal mit den Namen klarkommen. Sir Gregory ist Pitkin. Das muss ich mir auf jeden Fall merken. Ich finde immer die Sachen nicht. Augen. Steht da irgendwas mit Augen? Arrogant. Ja. Guter Beobachter. You are the manager of the baths, is that correct? Yes. I'm passionate about archaeology. I wanted to restore the ruins. My ambition is to open the baths to the public. Living archaeology can be a profitable business. Although now I'm not so sure. I see. When do you wish to begin using the baths? When the archaeological researches are over, I will be free to complete the restoration. It is the usual process. What was your relationship with Sir Rodney Bentcliffe? You were not particularly close. He had an unpleasant temperament. Suspicious. Authoritarian. Unkind. People possessed by genius may be forgiven for their nature, but not by me. Was he obstructive? Not at all. Everything he did led us to greater success. He helped us increase the potential of the building. Please tell me what happened this morning. The test that we performed this morning was a success. The steam was working well. Then, of course, that awful murder. What did you see? The steam was too thick to see anything. But ask Garrow. He saw the body first. Had Sir Rodney exhibited any recent strange behavior? Look, I'm not a suspicious fellow, but I think that he had professional interests elsewhere that he did not wish us to know about. Why should you think that?
Where? I have no idea. But after all, it was not my business. How was the work progressing before Sir Rodney's arrival? Rather slowly, I would say. Sir Gregory, could you please explain this letter? You expressed the wish to call off the research work at the baths. It was all about Blinkhorn. He was merrily digging away and taking very little care about it, ruining everything and finding nothing of any value. But the arrival of Sir Rodney changed your mind? Sir Rodney's work was extremely promising, and it was good for the baths' publicity. So yes, I changed my mind. Das würde natürlich, wie heißt er nochmal, diesen Namen, den wir eben interviewt haben, das wäre natürlich auch ein Grund für ihn, wieder Sir Rodney umzubringen. Are you aware that Mr. Garrow is under a form of medication? Garrow? No. But I never liked that parasite. Do you believe him to be capable of murder? Well, he did have blood on him. Does that make him a murderer? Did you bring a bottle of champagne to the baths? Absolutely not. Sir Rodney did, I think. Okay. Ja, so richtig weitergebracht hat uns das ja nicht. So ganz Pläne. Ja. Das da könnte zusammenpassen. Tödliches Geheimnis. Warum hätte Sir Rodney das verbergen wollen? Könnte seine Entdeckung das Motiv für Mord an ihm sein? Ja, vermutlich, ne? Finden Sie heraus, wohin Sir Rodney wenige Tage vor seinem Tod gegangen ist, dann lüften Sie sein großes Geheimnis. Das wäre natürlich schon cool. Wohin geht's denn jetzt? Wir müssen auf die Landkarte gucken. Ich bin gespannt, wo es jetzt hingeht. Das. Now we have two maps. We must combine them properly. Gut, schauen wir mal, wo das hinpasst. Da unten. Watson, pack your bag. We are visiting a location in St. Albans, marked on Sir Rodney's map. Wo liegt das? Oh, das sieht interessant aus dort hinten. Okay, schauen wir this mal archaeological kurz noch site rein. Has been abandoned. Wir haben noch ein Why paar did Minuten. Bentcliffe come here? Bentcliffe, das muss ich mir auch mal aufschreiben. Dass Sir Rodney der gleiche ist wie Bentcliffe. Also, das finde ich echt ein bisschen blöd. Dass, dass mehrere Namen für eine Person benutzt werden. Okay, sehr cool. Sehr cool. Area 1. Schauen wir erstmal in das Häuschen.
schaffen wir jetzt noch und dann schauen wir in der nächsten Folge hier auf das Gelände. Ich kann kein Latein. Domum Hadriano. Oh, das ist ein schönes Bild. This is the map of the site. We are at the heart of an old Roman city. Die Anhänger von Mithras gingen ihrem Glauben heimlich nach. Im Alltag beteten sie gewöhnliche Gottheiten wie Juno oder Neptun an. Die Mithras-Tempel befanden sich im Normalfall unterhalb von Tempeln anderer Götter. Die Mithras-Anhänger bezogen sich häufig auf ihre traditionellen Götter, um Zugang zu ihren Mithräumen zu erhalten. Das Mithräum im französischen Duo ist ein interessantes Beispiel, denn dort befand sich der Eingang zum Tempel unterhalb einer Statue der Diana. Der Eingang wurde höchstwahrscheinlich durch einen raffinierten Stein- und Seilmechanismus sichtbar. Der Mechanismus selbst wäre womöglich niemals entdeckt worden, wenn er nicht durch einen Wassereinbruch zerstört worden wäre. Dabei wurde auch der Weg hinunter in das Mithräum offengelegt. Im Mithras-Tempel gibt es in Rom, Ostia, Numidien, Dalmatien, Britannien sowie entlang der Rhein-Donau-Linie. Seltener, aber immer noch vorhanden sind sie in Griechenland, Ägypten und Syrien. Aha. Ja, wir haben hier die 3. Flüche und Religion und die leeren Kokosnüsse, mit denen sie die Geräusche von reitenden Pferden nachahmten. Ein weiteres seltsames Ritual für die alten Götter, um die bösen Geister fernzuhalten. Wenn die Menschen spürten, wie das dunkle Auge auf ihnen lastete, warfen sie all ihre Wertsachen ins Feuer. Schwarzafrikanische Stämme verbrannten Früchte, während die reichen Familien im antiken Rom keine Kosten scheuten und Silber oder Zinn schmolzen. Es gibt keine Aufzeichnungen darüber, ob solch wertvolle Opfergaben danach zusammen mit der Asche entsorgt wurden oder ob man sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder verwendete. Und ein Tisch. Metallwürfe und ein Dokument. Er hat das wahrscheinlich versucht zusammenzusetzen. Oh, ein Tauroktonie-Dolch. Aha. Die Klinge, mit der Mithras die Tauroktonie, die Stiertötung durchführte, war ursprünglich ein gekrümmter heiliger Dolch persischen Ursprungs. Die Krümmung kann von 5 bis 15 Grad reichen. Der Name des Dolches geht auf das persische Wort, das kann ich euch nicht vorlesen, zurück, das so viel wie Schwert bedeutet. In diese stark gekrümmte Schwertfamilie fallen der Krummsäbel, der Talwa, der Kilitsch, tut mir echt leid, das Pulva und der mongolische Säbel. Die Legende des goldenen Dolchs ist ein Schlüsselelement des Mithras-Kultes. Es geht so weit, dass manch einer im Hinblick auf den Dolch vom heiligen Gral der Mithras-Anhänger spricht. Der goldene Dolch ist jedoch mit einem Fluch belegt, der die Unwürdigen in den Tod stürzt, die es wagen, ihn zu berühren. Mhm. Das heißt, das war dann auch jemand, der wahrscheinlich an die Flüche und so weiter glaubt, nicht? Macht natürlich wieder verdächtiger.
Der Mithras Kult war eine geheimnisvolle Religion, die vom 1. bis zum 4. Jahrhundert nach Christus im Römischen Reich praktiziert wurde. Der Name des persischen Gottes Mithra, von den Griechen als Mithras übernommen, war verbunden mit einer neuen und ausgeprägten Bildsprache. Der Mithras Kult zeichnete sich unter anderem durch ein kompliziertes System von 7 Initiationsstufen mit rituellen Mahlzeiten aus. Die Initiaten trafen sich in Untergrundtempeln, sogenannten Mithräen, von denen es zahllose gab. Das berühmteste Bild von Mithras zeigt ihn, wie er aus einem Fels geboren wird und einen Stier tötet. Taurok Toni. Okay. Erfragen. Das Buch über den Mithras-Kult. Und analysieren 12 Teile, die zu einer Gussform zusammengesetzt werden könnten. Ja, okay. So. Ich glaube, das war's jetzt auch für diese Folge. Ja. ich glaube, ich mache jetzt auch erstmal eine Aufnahmepause, weil meine Stimme langsam ein bisschen versagt. Bin schon sehr gespannt, was wir hier auf diesem Gelände noch finden. Das dort hinten sieht ja sehr interessant aus. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss.